Zahlreiche Gedenkfeiern an die 68er-Bewegung erinnern daran, wie das verstaubte Frankreich unserer Großväter auf den Kopf gestellt wurde. Der damals im Stillen heranwachsende Embryo der Geek-Kultur machte allerdings weniger von sich reden. Ähnlich ging es den Fans von Comics, Science-Fiction und galaktischen Ungeheuern, die damals einen Platz für diese unbändige Fantasiewelt forderten. Philippe Dorier befeuerte diese Epoche mit irrwitzigen Zeichnungen voll düsterer Kraft, in denen Space Opera und Lovecraftsche Hemmungslosigkeit miteinander verschmelzen. Indem er die engen Grenzen der Comic-Kästchen lockerte, brach er gleichzeitig mit der begrenzten Fantasiewelt unserer Gesellschaft. Begeben wir uns mit ihm in eine rebellische Zeit, die uns zu den Ursprüngen des Comics führt. Superb are the temples that rise at the heart of the city, in the sacred precinct. Kosmischer Rebell, Weltraumarchitekt, Vorreiter der Computergrafik. Philippe Dorier gehört zu denen, die den Comic erwachsen gemacht haben. Mit seinem wilden barocken Stil sprengt er die Grenzen der Comic-Kästchen und ersetzt sie durch minutiöse, psychedelische Farbwelten. Sein galaktisches Übermaß stellt dabei unser Auge vor ganz neue Herausforderungen und wirft eine Gesellschaft aus der Bahn, die das Fantastische und Pompöse eigentlich scheut. An eines erinnere ich mich noch genau. Wenn man vor den 68ern Science-Fiction-Literatur und Filme mochte oder sich für etwas wie Comics interessierte, was sich in einer Parallelwelt abspielte, galt man als psychisch gestört. In Frankreich wurden Comics verachtet, aber die Leute lasen sie trotzdem. Sie durften es nur nicht zugeben, das war verboten. Wenn ich damals in der U-Bahn das Pilotmagazin las, machten sich die Leute offen über mich lustig. So war das vor den 68ern. Ich wurde beleidigt, weil ich ein rosafarbenes Hemd oder rote Socken trug. So richtig glücklich war ich erst, als die Punks kamen. Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois. T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Désolé, papi. Mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. Inspiriert von unbändigen Visionen, die die damalige Gesellschaft nur in Maßen duldete, sprengt der ehrgeizige Zeichner mit seiner überbordenden Fantasie den vorgegebenen Rahmen des Comics. Ich habe mich bei Figuren wie Wüs und vielen meiner Comics von deutschen expressionistischen Filmemachern inspirieren lassen. Pabst, Murnau, Fritz Lang. Ihre Filme waren sehr expressiv, weil es keinen Ton gab. Bei Comics ist das ähnlich. Science-Fiction- oder Fantasy-Filme von Hammer Films, Universal Studios und allem, was die USA zu bieten hat, wurden restlos verspottet. Und als Kubricks 2001 Odyssey im Weltraum erschien, hatten all die verklemmten Eierköpfe damals ein Problem. Good evening, Dave. How are you doing, Hal? Everything's running smoothly. And you? Oh, not too bad. Die sogenannte Kulturelite sah sich gezwungen, mitzumachen. That's a very nice rendering, Dave. I think you've improved a great deal. Mais moins d'un an plus tard, la révolution, justement parce qu'elle était sentimentale, était aux portes de Paris. Unter den unzähligen Forderungen, die die 68er-Bewegung antrieben, war auch der Wunsch nach einer Befreiung der Fantasie. Les adultes notamment ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. Philippe Dorier wurde von René Goscinny entdeckt. Ab 1969 zeichnet er für die berühmteste Jugendzeitschrift Frankreichs. René Goscinny a voulu faire de Pilote un journal neuf par son ton, par son humour et par la qualité de ses collaborateurs. Als ich das erste Mal etwas in Pilot veröffentlichte, hatten wir ganz schön Bammel, vor allem Goscinny. Er hatte ein Talent dafür, Dinge zu publizieren, die er zwar nicht verstand, aber in denen er etwas Verheißungsvolles sah. Wir hatten einen Riesenerfolg und ich sagte mir, ich kann nicht der Einzige mit solch einer Fantasie sein. Also habe ich es probiert. Ich verdanke das René Goscinny, aber auch den Kindern und Erwachsenen von damals, die genau wie ich diese kulturelle Sehnsucht verspürten, die die 68er entfesselte. Gestützt durch sein alter Ego, den Raumpiraten Lone Sloan, hätte sich Dorier auch mit der Rolle einer Kulturikone seiner Zeit begnügen können. Stattdessen gründete er mit Möbius, Jean-Pierre Dionnet und Bernard Farkas das legendäre Magazin Metal Hurlant und schafft mit seiner Kunst nicht nur in der französischen Gesellschaft, sondern weltweit Platz für neue Fantasiewelten. Ah,
Wie lassen sich tief verborgene Kräfte so heraufbeschwören, dass sie ihre volle Wirkung entfalten? In der sagenhaften Ausdruckskraft von Drouillets Zeichnungen glaubt man gar, das Werk eines akribischen Alchemisten zu erkennen. Der Drouillets Geist in einer Art magischem Prozess destilliert und in kristallisierter Form zu Papier bringt. Eine angemessen esoterische Parallele für einen Künstler, der laut eigener Aussage von Pauwels und Bergiers Bestseller Le Matin des Magiciens von 1960 inspiriert wurde. You can change yourself into gold. Le Matin des Magiciens war der erste Volltreffer. Jacques Bergier, der übrigens das Vorwort zu meinem Delirius-Band verfasst hat, ist ein beeindruckender und äußerst offener Mensch und zudem ein großer Lovecraft-Fan. Das Buch war zwar noch nicht ganz ausgefeilt, aber es öffnete die Tür zu neuen Vorstellungswelten fernab der alten rationellen Pfade. Doch hinter all den wunderbaren Kräften und der Flut an Bildern, die zu Drouillets Markenzeichen wurden, steckt eine mühsame und zermürbende Arbeit unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Sometimes I work on into the night. I'm hardly conscious of myself anymore. Umso mühseliger ist das Comiczeichnen, wenn der Künstler keinem vorprogrammierten Schema folgt. Das ist interessant. Ich hätte mich auch auf einen Bereich beschränken können. Aber bei meinem Beruf gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe das nicht so geplant. Ich habe keine professionelle Ausbildung gemacht, sondern mir Techniken wie das perspektivische Zeichnen selbst beigebracht. Deshalb war es anfangs auch schwerer für mich als für andere. Aber dafür konnte ich mir zu Hause in Ruhe die Haare raufen, Wein und Whisky trinken und frei sein. Sainte Marie, Mère de Dieu. Frei, um in den Nihilismus von Die Nacht einzutauchen. Frei für eine kosmische Adaption von Flaubert's Salammbô, die sein größter Erfolg werden sollte. Frei für Skulptur, Kunst, Grafik und Architekturexperimente, sodass ihn sogar die französische Regierung mit dem Entwurf einer Metrostation beauftragte. C'est grand bonheur, mon noble père, de vous revoir, si plein de vie. Ich bin in Katalonien aufgewachsen und war seit jeher Fan von Gaudí, dem spirituellen Nachfolger Lovecrafts. Lovecraft war ein Schriftsteller, der mich stark beeinflusste. Und Gaudís Architektur stand ganz in Lovecraftscher Tradition. Auf einmal erhielt ich den Auftrag, die Metrostation Porte de la Villette zu entwerfen, und die Dinge fügten sich. Die neue rechte Regierung, die natürlich viel besser als die vorige war, warf das Projekt über Bord. Good heavens, no. Then shut up and don't ever let me hear any architectural suggestion. Auch wenn Drouillet von Politik und Institutionen wertgeschätzt wurde, ist und bleibt er ein Rebell. Bei der Arbeit genauso wie bei seinen Äußerungen. Ganz so, als kämpfe er nicht nur für sein eigenes Werk, sondern auch für eine Kulturbranche, die mit ihm in Symbiose lebt und die vom Zeichentrickfilm bis hin zum Videospiel reicht. Heute gibt es in allen Radio- und Fernsehsendungen einen Bereich, der über den Comic informiert und dieser Kunstform Wertschätzung entgegenbringt. Das ist das Ergebnis unseres 40 Jahre langen Kampfes. Und ich habe mein Leben der Aufgabe verschrieben, eine Welt weiterzuentwickeln, die mir andere überlassen haben. Indem er zu seiner Exzessivität steht, all seine Energie freisetzt und seine Schicksalsschläge umkehrt. Zeigt er seinen Nachfolgern, dass sich ein zu enger Rahmen ganz einfach sprengen lässt.
Druillet. Beat.